Hallo, grüß euch aus Österreich. Ja, zuerst einmal vielen Dank für die tollen Impulse beim, ja genau, Improvisationsimpuls. Wir haben dort nochmal die Briefing-Fragen reingestellt und bitten die euch zu beantworten. Jetzt geht es darum, für die Vorbereitung auf den nächsten Präsenztermin am 7. November, was gleichzeitig auch die Deadline ist, eine andere Improvisationsmethode auszuprobieren, die wieder mit Assoziationen funktioniert. Erster Schritt. Ihr habt ja Gruppen mit 3 bis 4 Personen. Sollten diese Gruppen noch nicht existieren, dann ist das jetzt der perfekte Moment, um sie zu bilden. In dieser kleinen Gruppe bitte sucht euch ein Instrument, mit dem ihr möglichst gut und schnell und sicher miteinander interagieren könnt. Zum Beispiel Facebook-Chat oder über WhatsApp oder über Skype oder es gibt auch ein Online-Tool, ein kostenloses, das heißt Zoom, über dem man auch Videos miteinander aufnehmen kann. Kann auch Twitter sein, was auch immer für euch hilfreich ist. Also sucht euch zu dritt oder zu viert so ein Online-Tool. Und in diesem Online-Tool bieten wir euch eben bis zum 7. November ein Satz für Satz Improvisations-Assoziationsspiel umzusetzen. Und zwar entwickelt bitte miteinander mit dieser Methode, die ich dann gleich erkläre, eine Geschichte, in der mathematische Objekte miteinander agieren, miteinander etwas unternehmen, wo wir vielleicht auch erfahren, woher diese einzelnen Objekte kommen, was sie für eine Geschichte haben, welche besonderen Eigenschaften sie haben. Es könnte eine Geschichte sein über einen gemeinsamen Urlaub von geometrischen Figuren, zum Beispiel in der Südsee, und wer weiß, wem sie dort begegnen. Oder eine Story über einen Mord an einer Parabel, wobei dann die anderen elementaren Funktionen die Rolle von Detektiven oder auch von Verdächtigen übernehmen und wer weiß, wer da sonst noch mitspielt. Oder es könnte auch ein Märchen sein über Schneewittchen und die 7 Formeln. Also das bedeutet, es soll eben um mathematische Objekte gehen, die ihr kennt oder wo ihr auch Vermutungen dazu habt, um mit dieser Satz-für-Satz-Methode zu erforschen, zu erspüren, ja, wie stehen diese einzelnen Teile, diese Objekte zueinander? Was sagen die miteinander? Und Satz für Satz bedeutet, eine Person schreibt in dieses Online-Tool einen ersten Satz hinein. Zum Beispiel, Pi macht sich auf die Suche nach den ewigen Rundungen. Ja, und dann erleben wir eine Heldenreise von Pi mit, in dem dann die nächste Person einen zweiten Satz dazu gibt und die dritte einen nächsten Satz und so weiter. Und bitte dann diese Ergebnisse per Screenshot dokumentieren oder mit Copy and Paste und in ein Online-Tool packen, was in dem Fall wieder ein Google Doc sein und dort eben bis zum 7. November dokumentieren. Wir sind schon sehr gespannt auf diese Geschichten und sagen jetzt schon vielen Dank.